Hallo meine Lieben, ja, da ich gerade so schön im Fluss war heute, dachte ich, machen wir gleich noch ein Reaction-Video. Und das hier ist eine ganz neue Band, auf die bin ich nur aufmerksam geworden, vorgestern eigentlich, weil wir können hier um unseren Kabelanbieter tatsächlich den Sender Arirang empfangen aus Korea. Und ich habe einfach Pops in Seoul geguckt. Und da war diese Band mit dem Namen Bermuda. Also nicht Bermuda, sondern Bermuda. Der Fanclub-Name ist trotzdem Triangle. Dreieck. Und ja, ich war erst etwas irritiert. Ich dachte, sind die neu oder gibt es die schon länger? Weil ich noch nie was von denen gehört habe. Aber die sind offensichtlich sehr, sehr neu. Haben also diesen Monat erst debütiert im Juni. Das Video hier ist ihr erstes Video. Dream Girl heißt es, veröffentlicht am 12. Juni. Also schon, ja, gut 2, 3 Wochen her, so ungefähr. Und ja, knapp 3 Wochen her ist es jetzt. Und ja, ich sag mal so: Ich bin ja immer jemand, der neue Bands gerne mal austestet. Und ich bin gespannt. Ich weiß, dass es 5 sind. Ich weiß auch, ich habe ein bisschen recherchiert, dass einer von ihnen vorher schon bei einer anderen Band war, bei 100%, glaube ich. Und ja, ich weiß absolut nicht, was mich erwartet. Ich habe das Video nämlich noch nicht gesehen. Ich habe nur die Jungs halt im Interview gesehen und dachte, naja, check einfach mal. Und deswegen, ja, Aufnahme starten. Und ich bin gespannt. Bermuda mit Dream Girl. Gucken wir mal. In 3, 2, 1 und go. Uralte Videokassette, wer sich noch erinnert. Oh, Tattoo. Ah, jetzt kommt der emotionale Part. Vocals sind auf jeden Fall gut. Ganz schön viel Verfremdungseffekt hier im Video. Ich finde ganz schön, dass das Video mehr Gewicht irgendwie auf ihre Stimmen legt und nicht so sehr auf die Choreo. Das finde ich schon mal nicht verkehrt. Boah, er kann singen und rappen, okay. Auch nicht schlecht. Relaxed, muss ich sagen. Ich sag mal so, nicht so das typische Debüt-Video. Aber das klingt nicht schlecht. Für die Sandburg gefällt mir. Genau, achte nicht auf die Jungs, achte auf die Sanduhr. Also sehr schön, ruhig und entspannt. Oh.
jeden Fall mal was anderes als Debütsong. Also nicht unbedingt so cutesy-niedlich-Konzept, sondern ein bisschen, boah, sehr stylisch-symbolisch, würde ich mal sagen. Aber nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, das war's. Ja, interessant, muss ich sagen. Also nicht so das klassische Boyband-Debütvideo. Also ich, wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass der Fokus ein bisschen mehr halt auf den Vocals liegt und nicht so sehr auf der Choreografie. Das finde ich schon mal ganz angenehm. Und ja, also sehr, ich sag mal so, sehr, sehr relaxed, sehr, wie soll man sagen, chilliger Song. Doch, nicht übel, wirklich nicht übel. Muss ich sagen. Also, die sollte man vielleicht wirklich mal näher beobachten. Ah, Gott, was mache ich denn? Ich habe doch schon genug Bands auf meiner Liste, aber ich lerne es einfach nicht. Ich lerne es einfach nicht. Okay. Ja. Gut, meine Lieben, das war's dann aber auch für heute. Ja, ich sage jetzt schon mal, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass wir hier nicht ertrinken, denn wir haben seit gestern Abend Dauerregen. Und ich glaube, die sind hier vom Haus aus schon dabei, die Kanalisation leer zu pumpen. So, und Wasser im Keller hatten wir heute auch schon wieder. Deswegen, ja, ich hoffe mal das Beste für uns. Und ja, sage ich mal, vielen Dank fürs Zugucken und ja, schreibt mir auch gern in die Kommentare, was ihr von diesem Debütvideo haltet. Würde mich auch sehr interessieren. Und ja, ich glaube, ich würde Vermuda mal im Auge behalten. Okay, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Bis dann.